Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dragon Age Inquisition. Bevor wir gleich im Kammwald weitermachen, in der neuen Festung Kerbronnach, einmal kurz einen Abstecher zurück in die Himmelsfeste, weil ich hier im Kriegsrat ein bisschen was erledigen will. Unsere Berater sind zurück. Und da wir ja insgesamt noch sehr, sehr viele Aufträge für die haben, muss ich zwischendurch immer mal wieder hier zurücklatschen, um neue Arbeit für die herauszusuchen. So, drei Aufträge werden angezeigt, wo Berichte vorliegen. Ressourcen der Hinterlande. Josephine hat uns Onyx und Elfenwurzel jeweils drei Stück besorgt. Ist jetzt nicht wirklich viel, Die aber Stadt nur hat gut. eingewilligt, uns 5 Dutzend Gardisten zu schicken. Und das sind keine frisch gebackenen Rekruten? Dann kann ich ja darauf hoffen, dass sie zumindest wissen, an welchem Ende sie ihr Schwert Mal halten kurz müssen. horchen. Okay. Berichte über die Aktivitäten der dunklen Brut. Wir haben die Sturmküste durchkämmt. Ja, wir wissen jetzt, wo die dunkle Brut am stärksten vertreten ist. Eine Belohnung gibt's, aber keine Ahnung. Wird nichts angezeigt. Vielleicht Ruf oder so. Na, Ruf nicht. Shitty Goal. Auf jeden Fall haben wir ihn abgeschlossen. War jetzt nicht wirklich prickelnd, dieser Auftrag. Und knallhart in der Oberstadt. Da ist ja irgendwie was mit Werrick. Gibt es auf jeden Fall ein Amulett der Macht. Und ein Brief ist in der Himmelsfeste eingetroffen. Es ist kein Empfänger darauf notiert. Ihr dringt in das Reich höherer Mächte ein. Ihr werdet euch verantworten müssen. Toll. Das hört sich irgendwie nach einer Drohung an. Da kommt bestimmt später noch irgendwie mehr. Ja, also die drei Aufträge haben es jetzt nicht so wirklich gebracht, aber was soll's. Wir sind sie los und können gleich nach den nächsten suchen. Wenn wir schon hier sind, können wir unsere Berater ja auch gleich wieder verarzten. Was nehme ich denn? Kräuter sammeln? Na, vielleicht, das merke ich mir schon mal vor. Orsamas Freundschaft, vielleicht auch. Ah, hier, Spezialisierung für den Inquisitor. Genau. Ich kann zwar für die Ausbildung unserer Rekruten garantieren, aber sollte der Inquisitor tatsächlich von einem Untergebenen trainiert werden? Ich glaube nicht wirklich. Ich überfliege das mal. Ja, die werden wohl jetzt nach Spezialisten suchen. Wofür auch immer, vielleicht für Kampfstil oder so. Ist sogar zeitlos, also wir brauchen keine Zeit. Inquisitor. Wir haben die Besten der Besten hier versammelt. Das Training mit diesen Spezialisten wird gewährleistet. Er wird gewährleisten, dass die Fähigkeiten des Inquisitors nicht leiden. Okay. Also auch schon gleich abgeschlossen. Na, supi. Dorians Bitte machen wir später. Geld sammeln. Na gut. Geld sammeln hört sich doch eigentlich ganz gut an. Obwohl wir ja eigentlich genug haben. Geht hier wohl wieder um Beziehungen oder so, ja, Handelszentrum wäre, denke ich, dann was für Josephine. Die ist ja auf diplomatischem Weg recht gut. Ja, die Zeit ist auch kürzer als bei Liliana. Soll sie sich mal drum kümmern. Ganz einfach abgehakt. So, was haben wir hier unten noch? Ressourcen des Pfahlbruchs. Ah, können wir auch mal nehmen. Ja, gibt's wahrscheinlich wieder irgendwelche Erze oder Pflanzen. Schicke ich mal Kallen los. Nun denn. Brauche ich mir gar nicht großartig durchlesen. Spatzeit. Und jetzt noch ein Auftrag für Liliana. Was nehmen wir denn? Der Preis der Macht? Oder hier Kräuter sammeln. Ganz einfach. 13 Minuten dauert das nur. Jage ich sie Dann wollen wir doch los. mal sehen. Okay. Habe ich es mal kurz gehalten. Gibt wohl hauptsächlich nur Ressourcen. Und damit werden wir hier auch gleich wieder raus. Und dann geht's zurück in den Kammwald. In unsere neue Festung, die wir da beim letzten Mal erobert haben, eingenommen haben. War ja von irgendwelchen Banditen besetzt. Wir mussten da eh hin, weil der Weg zu dem Damm, den wir später erreichen müssen, der führt genau da durch. So. Okay, ein paar Rohstoffe gibt es hier wieder. Aber ich schätze mal, dies hier sind bestimmt die Spezialisten, die wir angeheuert haben. Oder sind das irgendwelche Spitzbuben? Ich weiß nicht, die sind so schweigsam.
Ja, ich denke mal, das werden die Spezialisten sein. Hoffe ich zumindest. Ich glaube, mit denen müssen wir dann auch reden. Wenn ich jetzt weiß, wo die sich hingestellt haben. Ah, hier genau, sprich mit den Ausbildern. Ja, das machen wir aber nicht heute. Bisschen was will ich auch noch schaffen. So, rauf auf die Weltkarte. Kambald, da soll's hingehen. So, da ist das Dorf. Und hier unten. Genau, Kaerbronnach, unsere neue Inquisitionsfestung. Hat man eben schon gesehen, da werden Quests angezeigt, neue Händler. Und da werde ich diesmal ein bisschen rumstreunern und gucken, was da so gibt. Die Truppe werde ich genauso aufstellen wie beim letzten Mal. Cassandra als Tank, Iron Bull und Solis. Hat mir ganz gut gefallen. Übrigens hat ja Iron Bull eine neue Waffe. Beim letzten Mal haben wir ja vom Banditenanführer so einen Streitkolben gedroppt, so einen epischen. Und ich habe mal geguckt, der ist besser als der, den er trägt. Zwar noch keine Runen, die ich da einsetzen kann. Leider nicht genug Rohstoffe für und irgendwie Klinge oder Heft könnte ich theoretisch auch noch verbessern, aber Waffe ist trotzdem besser. Und so ein episches Teil können wir uns gleich mal angucken, wenn wir denn hier angekommen sind. Mal schauen, wie es von der Optik her wirkt. So. Schwarzer Bildschirm, ja. Die Gebietswechsel, die dauern doch immer relativ lang, aber da sind wir jetzt. Okidoki, sehr schön. Also, schnell mal ins Inventar. Will ich jetzt nur einmal zeigen und auch selbst einmal angucken. Habe ich beim letzten Mal gar nicht drauf geachtet. Das letzte Gefecht hieß das gute Teil. So. Naja, okay, so viel macht's noch nicht her. Ich denke, wenn da noch eine Rune eingesetzt ist, dann leuchtet's auch noch ein bisschen besser. Gut. Dann gucken wir mal. Hier haben wir einen, mit dem wir labern können. Unsere Patrouillen haben oben in den Hügeln rote Tempel entdeckt, Inquisitor. Sie untersuchen eine Reihe elfischer Ruinen. Warum wissen wir allerdings noch nicht? Können wir labern? Ich fange mal unwichtig an. Hat euch Schwester Nachtigall erzählt, warum sie hier Spione wollte? Wir liegen an der Hauptstraße zwischen Denerim und Valroy-Yu. Wir machen ständig Kuriere halt. Und dafür, was man ihnen bezahlt, haben sie überraschend lose Zungen. Na okay. Und was gibt's zu berichten? Wie ist die Lage in Kambald? Die Straßen sind nahezu ausgestorben. Es gibt zu viele Untote, die sich aus dem See erheben. Das war ja jetzt nicht viel. Und jetzt fragen wir mal nach dem Spion. Wann hätte dieser Spion, dieser Butcher hier eintreffen sollen? Vor einer halben Stunde am Südtor. Ich hoffe, er verspätet sich nur. In seiner letzten Nachricht hat er geschworen, er habe Geheimnisse für uns, die das Zehnfache seines Gewichts in Gold wert seien. Ah, toll. Wenn der so eine Geheimnisse hat, dann wird er bestimmt verschwunden sein. Ich sollte jetzt gehen. Auf ein andermal. Ja, hohe Einsätze, neue Quest, finde diesen Butcher. War mir fast klar. Okay. So, hier haben wir einen Händler. Hat er denn was Feines für uns? Ein Seidenpfeil, epische Waffe, sieht aus wie ein Dolch. Mal vergleichen. Schlechter als unser Haupthand und ich glaube dann auch schlechter als unser anderer Dolch. Hätte jetzt nur knapp 500 Gold gekostet, aber gut, muss jetzt nicht sein. Einmal schnell hier durch sein Angebot gucken. Ja, eine ganze Menge Waffen und Amulette, Ringe. Muss ich mal bei Gelegenheit genauer durchgucken. Vielleicht gibt es da ja irgendwas. Ah, hier kann man Elfenwurzeln kaufen. Ich brauche ja eigentlich eine ganze Menge für diese komischen Quests zum Ausbau unserer Festung. Ich nehme mal einfach so 20 Stück pauschal mit. 20 mal 20, 400 Gold. Die haben wir über. Überragende Dämonentöterrune. Na gut, das Rezept brauche ich noch nicht kaufen, weil wir haben überhaupt kein Drachenblut. Brauchen wir 6 Mal. Kann ja noch ewig dauern. So, ah, das hier ist der Händler. Hat der denn noch irgendwas zu erzählen?
meinem bescheidenen Laden. Lasst es mich wissen, falls ihr irgendetwas benötigt, Melly. Ja, ist wohl eher eine Händlerin. Wenn man ihr das nicht so ansieht. Fragen wir einfach mal. Ich dachte, sämtliche Händler hätten die Gegend verlassen, als die Untoten auftauchten. Ihr seid doch hier, um sie zu vernichten, nicht wahr? Um eure hehren Bemühungen zu unterstützen, gewähre ich euch nur allzu gerne meine besten Preise. Ja, warum ist einiges so teuer? Ich habe zwar jetzt nicht so drauf geachtet. Einige eurer Waren sind doch ein wenig kostspielig für ein Bauerndorf. Zahlreiche Lords und Ladies kommen auf ihrem Weg in vernünftige Städte hier durch. Ihr werdet überrascht, was sie dabei so alles vergessen. Perückenpuder, Spiegel, Plattenrüstungen. Bedauerlicherweise machen derart erlesene Waren jedoch nur einen geringen Teil meines Geschäfts aus. Na gut, dieses Gespräch war jetzt nicht so aufschlussreich. Das hätten wir uns auch klemmen können. Den gucken wir mal weiter. Also irgendwo hier im Schloss ist auch eine Tür, die zum Damm führt. Aber wir haben hier noch, glaube ich, eine weitere Quest oder irgendwas Wichtiges. Wird auf jeden Fall angezeigt. Und das machen wir vorher mal noch. Ja, wenn ich mich hier jetzt auskennen würde, ne? Heißt, glaube ich, ein bisschen suchen jetzt. Wir haben ja beim letzten Mal schon gesehen, dass diese Festung auch ziemlich groß ist. Kann sich gut verlaufen. Ja. Jetzt steht ihr da am Riesenweinfass. Ich glaube. Oder wenn wir Glück haben. Ups, ich glaube, hier gibt's was zum Lesen. Knallhart in der Oberstadt, Kapitel 4. Ja, ja. Vereks Meisterwerk. Bloß ein Kodex-Eintrag. Sind wir auf einem guten Weg? Könnte sein. Schnell plündern. Plan. Naja. Eine goldene Eule. Oder was immer das war. Da oben sitzen noch mehr auf der Mauer. Statuen. Ah, da hinten ist, glaube ich, die Lichtsäule. Yep. Unsere Inquisitionsflagge. Aber ich habe auch noch eine Chiffre zu entschlüsseln. Sonst finden wir nie heraus, wer letzte Woche Comfort getötet hat. Ich glaube, das sind Spione von Liliana. Ja, wie war das mit den Banditen? Sind die Wegelagerer noch immer in Kamwald? Ja, euer Gnaden. Jetzt, wo sie ihre Feste verloren haben, überfallen die Banditen Reisende. Und Kamwald ist nicht in der Lage, ihnen Einhalt zu gebieten. Das Dorf versucht noch immer, sich von den Untoten zu erholen. Okay, ja, ob es jetzt eine neue Quest gab, schwer zu sagen, weil hier rattern immer noch alle Quests durch, die mit Elfenwurzeln zu tun haben. Muss ich mal ein Auge drauf werfen, aber wer weiß, wie lange das noch dauert, deswegen ist es vielleicht besser. Wir laufen gleich weiter. Oder? Ah, so lange will ich jetzt nicht warten. So, also Quests werden erstmal nicht angezeigt, könnten jetzt theoretisch zum Damm, aber ich hatte mir noch vorgemerkt beim letzten Mal, wir hatten ja außerhalb der Festung irgendwie am Strand oder so eine verschlossene Eisentür gefunden. Und ja, die ließ sich nur öffnen, wenn man diese Festung in Besitz genommen hat. Das haben wir ja nun mittlerweile erledigt und deswegen, da ich ja neugierig bin, rennen wir jetzt zu diesem Eisentor und gucken mal, was dahinter ist. Das lasse ich mir ja jetzt nicht nehmen, ne? Vielleicht ist es auch bloß so ein Notausgang aus der Festung, keine Ahnung. Aber das würde mich schon interessieren. Plünderung hier. Ja. Nur gut, bisschen Krims. Das ist natürlich auch wieder die Frage, wie kommen wir am schnellsten und am dümmsten zum Tor, um hier die Festung zu verlassen.
Ich will mal fix noch gucken. Ja, Heiltränke sind aufgefrischt. Sehr gut. Hier runterspringen. Ist ein bisschen hoch. Ich glaube hier durch. Ah ja, ich glaube, hier sind wir auf einem guten Weg. So. Oh, mit dem können wir auch noch reden. Miller wurde in Val-Shabar erwischt. Nein. Sie hat sie glauben lassen, sie käme vom Hof in Val-Royeau. Deshalb wird sie auch gut behandelt. Zumindest im Moment noch. Das ist unsere Schuld. Wir haben sie allein losgeschickt. Wen? Offenbar eine Spionin. Die wurde geschnappt. Ah, das gibt jetzt keine neue Quest, sondern eher so Aufträge für unsere Berater. Na gut, besser als nichts. Vielleicht kommt dabei auch was Gutes bei raus. Aber wie nur weiter? Also hoch definitiv nicht mehr. Oder hier unten durch die Tür. Oh, Kallens Bericht liegt schon bereit. Können wir theoretisch auch schon wieder zurück an unseren Kartentisch. Mache ich aber erstmal nicht. Sonst kommen wir überhaupt nicht mehr vorwärts. So, ja, haben wir es doch endlich geschafft. Und es war auf jeden Fall hier links rum. Und dann müsste da unten gleich irgendwo Wasser kommen. So eine Art Strand, so ein bisschen. Jo, Docks, Wasser, alles da. Dann müssten da gleich irgendwo Leichen rumliegen. Oder. Da sind sie. Pflänzchen nehmen wir auch noch mit. Und da haben wir dieses Gittertor. Eigentlich müsste es jetzt aufgehen. Jo. Schöne Höhle ist hier hinter. Hoffentlich bringt es uns auch was. Auf jeden Fall unterhalb der Festung. Fällt gerade ein, noch gar nicht gekämpft in dieser Folge. Vielleicht passiert ja jetzt noch was hier. Na, da hinten ist Wasser. Ich glaube ja wohl, ich spinne. Die seilen sich da ab. Okay, endlich dürfen wir kämpfen. Noch ein bisschen Action. Eine sieht doch ziemlich fett und groß aus. Vielleicht bewachen die ja so eine Art Schatz oder so. Die Fette lebt immer noch. Jetzt nicht mehr. Okay, was hat sie dabei? Bernstein und ein Rezept heilender Nebel. Ah, das ist irgendwie so ein Sprengfeuer. So ein Molotow-Cocktail. Na, geht's hier noch weiter? Tiefenpilze. Hier wird's düster. Ah, hier können wir plündern. Zwei Kisten. Fein, fein. Elite-Scharfschützenbogen. Und eine hochwertige Speerhaube der Inquisition. Vielleicht gar nicht so schlecht. Obwohl Bogen, naja, einen richtigen Bogenschützen haben wir eigentlich nicht dabei. Verrek hat ja seine Armbrust. Kommen wir hier durch? Anscheinend nicht. Mal sehen, was wir hier noch so haben. Vielleicht noch irgendwo eine Kiste. Wäre cool. Muss aber nicht. Hier können wir hoch. Da hinten ist eine Leiter.
Erstmal hier noch, ne. Ja, ich habe ja den Verdacht, dass wir hier irgendwie in die Festung zurückkommen. Schneller, schneller. Da war was. Plündern. Oh, cool. Eine Blitzrune. Sehr schön. Ja, Runen selber herstellen können wir noch eigentlich gar nicht. Da fehlen uns noch die Rohstoffe zu. Dann haben wir hier noch ein Mosaikteil. Befreiung der Sklaven. Ah! Okay, dieses komplette Mosaik, das es hier im Kammwald gibt, heißt Befreiung der Sklaven. Beim letzten Mal hatte ich das nur irgendwie gelesen und gedacht, wir müssen hier irgendwo Sklaven befreien. Ja, und da sind wir dann zurück. Gudi, gudi. Dann würde ich mal auf die Zeit gucken. Zeit ist um, sehe ich gerade. Okay. Also beim nächsten Mal geht's weiter mit Stille Wasser. Finde die Tür, die zum Damm führt. Für heute an dieser Stelle einfach Schluss. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Bye, bye.